Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute erklären, wie das mit der halbschriftlichen Multiplikation läuft. Ist eigentlich gar nicht so schwer, auch wenn es sich ziemlich kompliziert anhört. Aber ihr könnt schon halbschriftlich addieren und subtrahieren. Kommt euch das bekannt vor? Haben wir schon ganz oft gemacht. Und das halbschriftliche Multiplizieren läuft im Prinzip ähnlich. Wir schauen es uns mal an. Ich nehme mal die Beispielaufgabe 6 mal 15 ist gleich. So, als erstes kommt Strich drunter. Natürlich mit Lineal. So, ich hole mir die Zahl hier nach unten. 6 mal, und wir machen es wie sonst auch, als erstes die Zehner. Die Zehnerstelle bei der 15 ist natürlich die 1 bzw. die 10. Also 6 mal 10 ist gleich. Na? Genau. 60. Jetzt lasse hier extra ein Kästchen frei, weil wenn die Zahlen größer werden und wir noch Platz für eine 100er-Stelle brauchen, haben wir den hier. Sieht einfach ordentlicher aus. So, weiter geht's. Jetzt holen wir uns aber nicht hier irgendwas nach vorne, sondern bei Mal müssen wir darauf achten, dass wir wieder die 6 hier runterholen. Also nochmal, 6 mal, was bleibt noch übrig? Genau, die 1er. Erst die 10er, dann die 1er. Also 6 mal 5 ist gleich, genau, 30. So, wir sind aber noch nicht fertig. Ihr merkt das, hier fehlt noch was. Wie kriegen wir jetzt das ganze Ergebnis raus? Ganz einfach, wir haben unsere zwei Teilergebnisse hier. Also 60 plus 30 ist gleich 90. 6 mal 15 ist also 90. Das hier unten braucht ihr nicht aufschreiben, das könnt ihr natürlich auch im Kopf rechnen. Ich habe es nur mal mit aufgeschrieben, damit ihr genau seht, wie ich es gerechnet habe. Ihr seht, es ist also gar nicht so kompliziert. Ich glaube ganz fest, dass ihr das gut schafft.